Geben Sie auf, Ada. Es ist vorbei. Und jetzt haben wir sie gleich. Das ist nicht frech. Hat Spaß gemacht. Au. Ada! So einfach entkommt sie uns nicht. Hier's, schnapp sie dir. Aber ja! Ada! Ihre Freundin spielt hier unnahbar. War sie immer so? Jetzt gleich kommt ein Moment, auf den Resident Evil Fans lange, lange, lange Zeit gewartet haben. Da ist sie. Halten Sie sie auf. Ich hab sie. Chris? Leon? Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris. Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los. Finden wir Simmons. Sie will anscheinend zum Hafen. Los, rein! Hey, Pierce. Was Sie gesagt haben, dass ich für etwas davonlaufe. Sie hatten recht. Captain. Können Sie sie einholen? Und ob ich kann. Auf geht's! Hier ist Pierce Nevins. Wir jagen Adas. Ada Wong bewegt sich in südliche Richtung zum Militärhafen. Ich empfehle erhöhte Wachsamkeit. So. Keine Sorge, wir schaffen das. Ich habe genug von diesem Spielchen. Rail-Shooter! Rail-Shooter! Im Koop-Modus muss natürlich einer der beiden Spieler, also der Spieler, der Pierce spielt, jetzt hier das Auto steuern, während der Spieler, der Chris spielt,
hier am Schießen ist. Jetzt haben wir dich. Grüß an HQ. Blockieren Sie alle Ausgänge. Geht leider nicht. Alle Einheiten sind gemeinsam. Wir können niemanden entbehren. Verdammt! Könnte das zu Ihrem Plan gehören? Er hat natürlich einen Sportwagen, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Ist hinter uns eigentlich noch wer? Ich kann eh nicht nach hinten steuern. Anscheinend hat Pierce auch einen Boost. Ich glaube, darum dürfen wir nicht fahren. Guck mal, da drüben sind wieder Jabo. Au. Geben Sie auf, Ada! Wir haben Sie! Tschüss! Natürlich, wenn die jetzt die ganzen Zivilisten noch mit rumfahren. Weil es das leichtsinnig hier so rumzuballern, ne? Wow. So leicht lassen wir uns nicht abschütteln. Ich bin der beste Fahrer in der BSAA. Was nicht unbedingt viel zu sagen hat, oder? Bloß nicht abschütteln lassen. Es ist natürlich nicht möglich, Ada einzuholen jetzt hier. Wir hören, dass Sie Ada Wong verfolgen. Wir tun hier unser Bestes, aber lange halten wir nicht mehr durch. Erwischen Sie diese Frau, bevor alles noch schlimmer wird. Das ist alles wieder geskriptet. Sorge, Soldat, das werden wir. Schützen Sie nur die Zivilisten. Verstanden, viel Glück. Hoffentlich ist dieser Mistbein zu Ende. Delta Ende. Na, so schlimm finde ich das Spiel gar nicht, ehrlich gesagt. Da habe ich schon schlimmere Resident Evil Spiele gespielt. Kein Survivor! Was? Oh oh. Oh oh. Captain! Da kommt ein Zug! Oh oh. Boah. Mach doch sowas nicht! Oh Mann. Ich glaube, ich würde diese Passage hassen, wenn ich selber fahren müsste. Ich glaube, Ada ist weg. Wir haben sie verloren. Wir werden sie schon wiederfinden. Das ist ja ein großes Parkhaus hier. Bereit sein, gleich zu schießen, dann. Muss doch irgendwo sein. Ah! Das ist der Jabo! Aha. Ach du Scheiße! Gibt es einen Grund, dass ich gerade als Das hat mich gerade irritiert. Ich war weiterhin Chris am Maschinengewehr, aber die Kamera hat auf Pierce fokussiert und deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Entschuldigung. Weiter geht's. Pierce, du wirst doch wohl nicht... Nehmen Sie die Waffe. Ich gehe ans Steuer. Warum? Festhalten! Ich nehme eine Abkürzung!
Ach Chris, tu mir das nicht an. Ja, so ungefähr werde ich jetzt auch fahren. Na also. Sie wird nicht wieder davon kommen. Ah, oh, shit. Sie werden uns nicht los, Ada. Ah! Ich hasse Rennspiele. Das einzige Rennspiel, wo ich halbwegs zu gebrauchen bin, ist Mario Kart. Selbst das ist grenzwertig. Oh, man sieht das auch so schlecht, wo man langfahren kann. Also spät meine ich, nicht schlecht. Oh Gott. Einfach immer aufs Gas und gib's ihm. Das ist gerade so meine Strategie. Aber warum genau muss Chris jetzt das Steuer übernehmen? Ich denke, Pierce ist der beste Fahrer in der BSA. Au. Au. Das sieht man auch immer viel zu spät, meiner Meinung nach. Das wollte ich nicht. Ein Flugzeugträger unbekannten Ursprungs nähert sich dem Hafen. Ein was? Darauf hin, dass er Neo Umbrella gehört. Ein bitte was nähert sich wie? Hallo? Hallo? Ich hoffe, ich störe nicht. Hey! Pierce, kannst du die bitte mal abschießen? Dafür bist du da, weißt du? Ist ja wohl gerade ein schlechter Witz. Da wollte Ada also hin. Das können wir nicht zulassen. Pierce, ich habe hier 5000 Milliarden Jabu, die auf uns schießen. Könntest du vielleicht mal was unternehmen? Schöner Auto. Na, wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Ich sehe dich. Aber das hatte ich wohl vorher schon. Oh nein, ein Nachtclub, wirklich. Ja, genau das richtige Etablissement für Ada. Oh Mann. Also irgendwie ist diese Lokalität gerade ein ziemlicher Abtörner. Da sollte der Inhaber echt nochmal drüber nachdenken, das vielleicht ein bisschen anders zu dekorieren. Cheng ist da drüben an der Flussmündung. Na gut, dann los. Sherry Birkin. Dann ist er also der Wirt des C-Virus-Antikörpers. Es ist wegen Simmons, oder? Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Sie sind anscheinend nicht allein. Ah!
Was wollen diese Spinner immer alle von uns? Hast du das? Nein. Das war in der Tat jemand anderes. Verfluchter Mist! Muss ich hier wieder manövrieren? Aber das ist in der Tat jetzt ein Kapitel, Achtung! Wo Jake und Sherry hier vom Ubistwo gejagt werden und zeitgleich Deckung kriegen von Ada, die mit einem Scharfschützengewehr irgendwo über uns steht. Auch wieder eine Ada-Passage, die wir in diesem Let's Play nicht erleben werden, weil das wäre auch wieder doppelt gemoppelt. Ja, und ich glaube, hier unten in der direkten Konfrontation mit den Feinden ist dann doch ein bisschen interessanter, als irgendwo oben zu stehen. Und hier einfach mit dem Scharfschützengewehr ohne tatsächliche Gefahr für unser Leben Deckung zu geben. Oh, verdammt. Ich komme so schnell ich kann. Das hat definitiv gesessen. Achtung! Irgendwer schießt auf uns. Wir schießen nicht auf uns, sie helfen uns. Ja, Ada gibt Deckung. Der BSA. Und natürlich, was Ubistwo angeht, immer so ein bisschen auf Abstand bleiben. Der ist schon wieder direkt neben mir. Wow. Das ist ja schon regelrecht frech, was der hier macht. Geht doch. Auf seine eigene Art ist dieser Blödmann fast so hartnäckig wie der Usternack. Hoffentlich bleibt er das. Richtig frech hier im Moment, die Gegner. Habe ich eigentlich noch einen First Aid Spray? Nee. So. Einmal komplett geheilt. Warst schon. Da ist noch ein Boot. Und. Achso. Weiter. Geht die Reise. Und ja, ein Licht oder sowas. Das war genau das, wofür ihr es jetzt vielleicht gerade haltet hier. Ubistwo lebt. Wir müssen jetzt hier. Mit dem Boot weiterfahren, während Ada uns nach wie vor mit ihrem Scharfschützengewehr Deckung gibt. Ich erwähne das ein paar Mal, weil wir diese Passage aus Adas Sicht nicht spielen werden,
obwohl sie Teil von Adas Kampagne ist. Es gibt tatsächlich einige Passagen aus Adas Kampagne, die wir hier im Let's Play nicht sehen werden, weil wir sie halt mit dem jeweils anderen Charakter erleben. Auch wenn teilweise vielleicht gar nicht so deutlich ist. Was genau Ada da in den Kapiteln zum Teil gemacht hat. Aber ich werde das in den betreffenden Abschnitten immer noch mal erwähnen. Wie jetzt hier zum Beispiel auch und auch in einem... Penner. Das war ein Ernstes. Er springt aus dem Wasser und ich habe keine Lebenspunkte mehr. Nein, 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 nein. Machst du nicht.